Ja, hallo und willkommen auf meinem Kanal. Es hat sich wieder was getan. Es war eigentlich uninteressant für euch. Die Türe ist drin. Ja, meine Frau hat jetzt so viel Stress gemacht. Ich sollte endlich die Türe vom Speicher runterholen. Naja, sie ist jetzt drin und ich denke mal, jetzt habe ich mehr Ruhe und die haben mehr Ruhe. Und ja, aber warum ich dieses Video jetzt mache, ja, erstmal damit ihr heute noch eins habt. Und ich habe gedacht, ich gebe euch mal heute meine Webseite preis, weil die ja auch mit Funk zu tun hat. Vielleicht hat ja der eine oder andere sich Lust, die mal anzugucken. Allerdings, um alles zu sehen, müsste man eigentlich registriert sein. Aber ich drehe jetzt erstmal die Kamera um euch dann mal die Seite zu zeigen. Bis gleich. So, ja, erstmal in meiner Videobeschreibung ist auch der Link von dieser Seite. Ja, einfach www.jörgklamke.de/phpfusion7/news.php. Das wäre jetzt die Seite und dann landet ihr auf Wuppertal Freenet. Ja, und die Seite habe ich vor, ja, im August im Prinzip zum Leben erweckt. Ja, der hat ja mehr oder weniger so der CB-Funk bzw. der Funk wieder angefangen. Da habe ich, glaube ich, einen Monat, anderthalb gefunkt und dachte mir, ja, da könnte man ja eigentlich mal eine Seite machen. Ja, was gibt es alles zu sehen hier? Wie gesagt, hier sind erstmal alle Leute, die bis jetzt registriert sind. Sind jetzt noch nicht mega viel, 11 Leute. Ja, und dann geht das weiter. Hier sind Themen, die in der Kurzform, die im Forum geschrieben worden sind. Dann ist hier so ein Fotoslider, der alle Geräte, die ich da habe, anzeigt. Und dann haben wir hier quasi einen Bannertausch. Wenn sich andere Leute eventuell mit der Seite verlinken wollen, die Partnerseite, wo dann auch die Partner reinkommen. Ja, dann der Bilderablauf. Dann habe ich hier Rufzeichenliste. Da kann man zum Beispiel gucken, welcher Amateurfunker, ob das Rufzeichen stimmt und wie derjenige heißt, weil die sind ja alle registriert. Ja, dann zum Beispiel zum Antennenbau ein Antennenrechner, den man auswählen kann, um eine Antenne zu berechnen. Hier habe ich noch ein Radio reingemacht, Radio Wuppertal. Allerdings, ja, ich, auf dem Handy, ich weiß nicht, ob da auch ein zweiter Tab kommt. Hier öffnet sich dann quasi ein zweites Fenster. Und dann kann man in der Zeit, wenn man das aktiviert hat, dann Musik hören und dann hier wieder weitermachen. Ja, dann haben wir hier zum Beispiel Luftlinie berechnen. Da kann ich jetzt quasi meinen Standort hier eingeben, hier von meinem QSO-Partner. Und dann würde der mir die Luftlinie berechnen, wie viele Kilometer wir auseinander sind, zum Beispiel. Was haben wir noch? Ein Map-Koordinator. Ja, der zeigt mir dann auch direkt an, mit wie viel Meter oder wie viel 100 Meter ich über dem Meeresspiegel bin und dann eben die Koordinaten, wenn man die dann durchgeben möchte. Dann haben wir hier nochmal einen Lokator, wo man auch gucken kann, wo steht zum Beispiel die Gegenstation. Ja, dann hier habe ich hier auch den letzten Rundspruch. Das ist also der Rundspruch von heute. Der 20. November 2022. Ja, das wäre dann da. Dann haben wir hier noch ein Freenet. Da kann man dann ein bisschen chatten. Da muss man dann quasi seinen Usernamen eingeben, wenn man sich registriert hat. Oder man gibt hier unter Gast seinen Usernamen ein und kann sich dann einloggen und mit den anderen chatten. Ja, und dann habe ich hier noch meine kompletten Videos, die ich bis jetzt gemacht habe. Dann sind wir quasi von der Seite wieder runter. Und ja, dann haben wir hier weiter Link-Einsendungen, die ihr mir quasi schicken könnt, oder News-Einsendungen oder Artikel-Einsendungen. Also, das könnt ihr mir alles zuschicken, das kann ich dann freischalten für alle anderen. Hier haben wir noch ein paar Spiele: Schiffe versenken, Dame, Tic-Tac-Toe, Memory. Ja, dann geht's weiter. Da haben wir jetzt Forum, wenn man mir schreiben will, zum Beispiel, obwohl man mir auch unter Kontakt schreiben kann. Also, eine private Nachricht. Dann ist hier Impressum, Datenschutzerklärung. Ja, dann kommen hier meine ganzen YouTube-Videos.
die ich bis jetzt alles fit, aber nur für Funk gemacht habe. Also hier das allererste, wo ich die Retevis RT5R, das Handfunksprechgerät und kurz meine Mobile, die ich jetzt im Auto habe, gezeigt habe und so weiter. Ja, Antennenbau. Ja, geht hin bis zum letzten Video. Also die selbstgebaute Drahtantenne, die ich gestern Abend hochgeladen habe, die heute Morgen erschienen ist. Ja, was haben wir noch? Ja, das wären eigentlich alle Sachen. Dann hier werden hier nochmal alle Themen vom Forum soweit angezeigt. Dann ist hier noch eine Abstimmung. Ja, und das könnt ihr natürlich alles erst sehen, wenn ihr euch registriert habt. Da kann man sich dann hier quasi einloggen. Und ja, hier sind nochmal zu sehen, wer wann wo gerade online war. Ja, dann haben wir hier nochmal eine Unwetterwarnung, die man sich angucken kann. Hier wird auch nochmal angezeigt, wie viele Leute an dem Tag online waren. Ja, nochmal eine Wetterkarte. Achso, ich bin dann noch auf der Seite. Ja, und irgendwann ganz unten, für die funken auf jeden Fall interessant. Hier kann man sehen, welches Band gerade offen ist. Ja, momentan, so wie es aussieht, das 80 bis 40 Meter Band und das 30 bis 20 Meter Band, die sind auf jeden Fall offen. Ja, genau. Ich habe gedacht, ich werde euch mal informieren, weil ich habe die Seite zwar jetzt auch schon länger in meinen Videobeschreibungen drin, aber scheinbar hat da noch keiner drauf geklickt mal oder ja, ich weiß es ja nicht. Aber damit ihr Bescheid wisst, auf jeden Fall habe ich gedacht, könnte man die Seite ja mal so als Info oder Werbung für die Seite mal ein Video von machen. Ja, das war's von der Seite. Ja, ich meine, hat zwar jetzt nicht so direkt mit Funk zu tun, obwohl die Seite mit Funk zu tun hat, aber ja, so habt ihr zumindest mal die Seite kurz kennengelernt. Wie gesagt, als Gast habt ihr da weniger zu sehen, ganz klar, weil ich ja auch möchte, dass die Leute sich registrieren. Und ja, als Registrierter, wenn ihr euch registriert habt und ich euch freigeschaltet habe, könnt ihr euch einloggen dann mit euren Namen und Passwort, was ihr euch ausgesucht habt. Ja, und dann habt ihr natürlich alle Leserechte, die man bekommen kann. Ja, gut. Dann, wie gesagt, wünsche ich euch nochmal einen schönen ersten Advent, wie ich auch schon im Video davor gemacht habe. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und sage bis zum nächsten Video. Ciao, euer Jörg.